Servus, ihr kleinen Nuttenbengel, willkommen zu Flammflügelmann präsentiert das Alphabet. Die letzte Folge. Wir sind bei Z, wir sind durch. Weißt du noch, wann wir angefangen haben mit dem letztes Jahr irgendwann. Projekt? Ich kann mal gucken. Du kannst ja schon mal anfangen zu reden, ja. Weil ich habe wieder nur einen Anime. Also, das wird jetzt der letzte Mal. Ich bin schon traurig, aber ich habe schon andere Ideen. Flammflügelmann präsentiert das noch nicht zu Ende. Ihr braucht keine Angst zu haben, weil das Alphabet zu Ende ist. Das sowieso. Als Nostalgie könnt ihr euch ja mal wieder durchklicken durch alles, durch A bis Z dann, wenn alles da ist. Aber mal gucken, wie viel man hier hat, wie viel wir gemacht haben jetzt, seit wann wir angefangen haben mit A. Das dauert noch. So, warte. Top 3 Anime Buchstabe I. Sind wir schon mal hier, habe ich eine Folge. C, B, A. Am 14.03.2016 haben wir angefangen. Das ist schon mehr als ein Jahr. Das ist schon mehr als ein Jahr, Alter. Das ist lange her. Ja, lange her. Warte. Das war noch die 20. Folge. Direkt. Warte. Präsentiert 20. Jetzt kommt's aber. Ja. Moment. Hier kommt jetzt der ganze Anfang von Flammflügeln. Guck dir das Bild schon an. Warte, wir machen das jetzt. Ja. Hier. Wir lassen mal kurz die erste. Ganz kurz. Nur den Anfang laufen. Herzlich willkommen zu Flammenflügelmann präsentiert. Und ich bin Flammenflügelmann. Servus, Kinas. Ich hoffe, kehrt von einigen von euch, dass es ein bisschen trocken ist. Was? Heute ist es nicht trocken, es regnet draußen. Ich komme gerade von daheim her und ich bin nass. Also bin ich heute nicht trocken. Ich bin übrigens auch da, hallo. Er hat einen Schuss, nein, mehr sage ich nicht. Genau. Was für Bubis hier denn noch? Ich bin wieder gezwungen. Aber gegen mich wieder aufschwert. Ja. Es soll ja daneben sitzen, kaputt lachen. Es soll keinen Spaß haben, wenn ich hier arbeite. Es soll keinen Spaß haben, das währenddessen. Nein. Da hat es angefangen, als hätte ich dumm gewusst. Nein, es war noch, wo ich alleine da war, gesessen habe. Yeah. Vor Mai in Japan ist wurde der Techniker. Hallo Mori, du bist Techniker in Japan, hast du es noch nicht gesagt, aber jetzt weißt du es. Jetzt ist ein Special, das kommt jetzt erstmal in den nächsten Wochen. Nämlich Flammenflügel. Die nächsten Wochen, was geht? Die nächsten Wochen. Okay. Lernst du das Alphabet? Ich bin jetzt Lehrer, darum habe ich ja auch so ein hier. Hier, ich steh mal kurz auf, so ein, warte, ich mach das zu, richtig, dass ich aussehe, guck hier, so ein Lehrer-Outfit, so, guck, auch hier mit diesen Lehrer-Dinger hier, so, guck hier auf mit diesen Lehrer-Dinger, so, ich hab hier auch jetzt ein Lehrer-Outfit, so. Da warst du noch nicht freundlich für den Leuten. Ich jetzt ein bisschen was bei, nämlich das Alphabet. Okay. Da warst du noch nett und freundlich zu den Leuten, jetzt sagst du, hallo, ihr Nuttenbengel, und fickt euch alle. Bin ja auch der Größte. Ich bin der Größte. Ach ja. Damals, da hat der Tobi sich auch noch Mühe gegeben mit den Videos bearbeiten. Ja. Da hat er noch Dinge reingeschnitten, Sterne und alles mögliche, Trailer. Da hat er sich noch Mühe gegeben. Mittlerweile machen wir ja bloß noch, weil es uns Spaß macht, Alter. Ja. Aber die Leute gucken es trotzdem. Auch ohne die ganzen Dinger. Ah jo. Obwohl ich jetzt auch nicht mehr so nett und freundlich bin. Vielleicht auch genau deswegen. Die Leute haben noch Arschlöchern gesucht. Und hier sitzen halt zwei. Naja, er ist noch in der Ausbildung. Ich bin in der Ausbildung. Ja, du bist noch zu nett. Du nimmst ja nicht die ganze Zeit Schwuchteln und fickt euch alle. Ja, okay, stimmt. Okay, dann kommen wir jetzt mal zu unseren Animes. Unser Platz 3 ist Zetsune no Tempest. Hab ich schon gesagt, dass ich nur einen hab? Ja. Okay. Wenigstens trägst du was bei. Gell? Kommt gut drauf. Ist ja eh nur ein Schwuchtel, aber wenigstens was. Warte, ich mach wieder, dass man das sieht. Ja, guck, man sieht's doch hier. Ja, genau. Schön eingeblendet. Zetsune no Tempest. Das Civilization Blaster. Und zwar in der Anime geht es darum, dass es in dieser Welt, die Welt wird gerade von einem Virus heimgesucht, wo sich alle Menschen in Stein verwandeln. Scheiße. Und darin gibt es halt Magie. Da gibt es halt eine Magierin, die ist auf einer Insel gesperrt und ein Typ, der sucht halt die ganze Zeit den Mörder seiner Schwester. Da wird eingebrochen bei dem und seine Stiefschwester wurde ermordet. Und die war halt verliebt in die Stiefschwester. Was er nicht wusste, dass die Stiefschwester mit seinem besten Freund zusammen war. Weil die beiden sich die ganze Zeit gezankt haben, hat er auch nie gedacht, dass die beiden zusammen sind. Und er wusste, dass die Stiefschwester einen Freund hat. Und er erfährt, wer der Freund ist. Der Freund will er auch töten, weil seine Stiefschwester darf keinen Freund haben. Und der lernt dann halt Magie anzuwenden. Und rennt halt um die Welt, um den Mörder zu finden, seiner Schwester. Und um die Mörder zu finden, muss er erstmal eine, also die stärkste Magierin der Welt, wurde praktisch gefangen genommen und auf eine einsame Insel gesperrt.
Und der muss halt die von der Insel retten. Und dann Zauber macht jetzt ihre Magie ein, um den Mörder zu finden von seiner Stiefschwester, den er dann töten will. Und der andere, irgendwann verschwindet der eine ganze Weile, dann kommt er wieder und trifft auf den anderen. Und der andere reist dann mit dem und lernt auch Magie einzusetzen und alles. Und die kämpfen dann halt gegen die Bösen, die die Welt dann mit diesem Virus infizieren. Mhm. Und kämpfen halt gegen die mit ihrer Magie. Setsune no Tempest. Praktisch ist der Film auch so ein bisschen so aufgebaut wie von Shakespeare Tempest. Ah, okay, ja, das kenne ich. Das ist praktisch so aufgebaut auf einer Insel. Lebt eine, die sucht sich zu befreien und alles. Und die sucht halt Kontakt zur Außenwelt auf, damit ein paar Leute die halt von der Insel befreien. Das ist praktisch Tempest. Sowas wie Tempest so aufgebaut, ähnlich wie von Shakespeare. Das heißt ja Tempest auch. Genau. Und diese da drin in dem Film wird auch oft Shakespeare, nicht nur Tempest zitiert, sondern auch andere von Shakespeare, zum Beispiel Hamlet und so. Es sind halt brutal viele Anspielungen auf Shakespeare. Ich finde den Anime richtig cool. Der hat von mir 9 von 10 Flammenflügeln bekommen. Der hat hier auch 8,15, Rang 369, Popularity 143. Ist okay. Eine geile Wertung, kann man nichts sagen. Guckt euch auf jeden Fall an, der Anime ist richtig geil. Sau gut. Dann kommen wir jetzt zum Platz 2, Zetman. Das ist ein Anime, das gilt wirklich so ein Held der Gerechtigkeit. Und zwar gibt es so Monster, die wurden am Anfang nur von reichen Leuten erzeugt, also geschaffen so. Die Monster, damit die sich unten in einer unterirdischen Arena bekämpfen und abschlachten gegenseitig, dass die reichen Leute darauf wetten können. Und irgendwann brechen die Monster halt aus. Okay. Und gegen und weil die Monster ausgebrochen sind und die Menschen angreifen und die töten und so, wird jemand geschaffen, also Z-Man wird geschaffen. Der heißt nur Z. Der Typ wird geschaffen. Der hat so einen Ring um die Hand, wie ihr hier seht. Und mit diesem Ring, wenn er leuchtet, kann das in so einen Superhelden verwandeln. So Power Rangers mäßig oder was? Nicht ganz, viel brutaler. Nee, ich meine die Verwandlung. Ja. Okay. So ähnlich. Nein, der wird komplett zu dem Monster. Der wird auch zu so einem Monster. Okay. Und der muss halt die anderen Monster und durch diesen Ring, durch wenn er sich verwandelt, werden halt alle Monster in seiner Umgebung enttarnt und verwandeln sich von ihrer menschlichen Gestalt in ihre Monstergestalt. Und die muss der dann töten. Der ist halt sein Held der Gerechtigkeit und er hat dann seinen besten Freund. Er ist auch so ein Superreicher, dem sein Großvater hat das gegründet von den Superreichen und der baut sich so einen Anzug, damit er auch gegen diese Monster kämpfen kann, auch ein Held der Gerechtigkeit werden kann, weil er auch ein Held werden will. Ja. Und dann kämpfen die halt gegen diese Monster und der findet irgendwann heraus, dass der auch so einer ist, so ein Monster. Und dass der die ganzen Monster entlarvt, dass die erst wegen dem dann ihre Gestalt, menschliche Gestalt verlieren und so. Und dann kämpft der am Ende auch gegen den und wird ziemlich verzweigt. Guckt euch auf jeden Fall an, richtig geil der Anime, so ein richtiger Helden-Anime. So richtiger alter richtiger Fighting-Anime. Ja, ist cool. Helden-Anime. Würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Der hat hier die Score von... Der hat von mir 10 von 10. Ich lese auch den Manga. Der Manga ist auch richtig geil. Der hat hier 7,01 Rang. Also die Score. Die Wertung ist nicht so hoch. Dann Rang 3457. Popularity 931. Ich würde den Anime auf jeden Fall empfehlen. Der ist richtig die Wertung cool. Ist nicht so hoch wie die. Die Wertung ist nicht so hoch, aber nee. Aber ich würde es euch schon empfehlen. Der ist auf jeden Fall ein richtiges Meisterwerk. Guckt es euch auf jeden Fall an. Okay. So cool. So gut. So gut. Dann kommen wir jetzt zu unseren Nummer 1. Beide Nummer 1. Nummer 1, beide. Sankyo no Terror oder Tokyo Terror. Worum geht's da? Da geht's um zwei Typen, die brechen als Kinder aus einer Versuchsanstalt aus. Die sind super hyperintelligent und die legen Bomben und terrorisieren halt Tokyo. Yeah. Aber die terrorisieren so, dass keiner dabei stirbt. Keiner nimmt Schaden. Und dann stellen die auf so ein Programm wie YouTube immer Videos hoch und sagen, gehen den Rätseln auf, wo die nächste Bombe ist und wie die entschärfen können und so. Und spielen halt somit gegen die Regierung, weil die Regierung die in die Anstalt gesperrt hat und so. Und die treffen dann auf ein Mädchen, auf eine Schülerin, die war ihr Leben leid. Einfach. Yeah. Die war total deprimiert die ganze Zeit, ihr Leben komplett leid. Und hat einfach alles verabscheut und irgendwann trifft die auf die beiden und dann lebt die mit denen zusammen und hilft denen. Und es ist halt richtig cool aufgebaut, der Anime. Der hat für mich auf jeden Fall 10 von 10. Was sagst du? Ich habe dem auch eine 10 von 10 gegeben. Meisterwerk. Ich fand den echt geil, ja. Ich fand den echt geil. Der hat dann 8,24 Score, Wertung 277 und Popularity 72. Hammer Wertung, oder? Ich fand ihn geil, also wie gesagt, das hat mich überrascht. Ich habe den angefangen zu gucken, ich weiß gar nicht mehr warum. Ich glaube einfach, weil er wenig Folgen hat und ich dachte mir, ich will jetzt einen Anime gucken, der wenig Folgen hat. Dann habe ich auf der Seite geguckt halt, nach Wertung und 8,24 ist halt schon nicht schlecht. Ja. Und ich fand ihn geil, ich fand ihn echt geil. Ah jo, kann man auch nichts sagen gegen den, oder? Nee. Ja,
Ich fand ihn auch richtig cool. Wie viele Minuten haben wir jetzt? 10 Minuten? Ja. Okay. Das war dann jetzt die letzte. Hast du noch irgendwas zu sagen zu der Folge zu Flammenflügeln? Präsentiert das Alphabet zum Abschluss nochmal. Diese, du hast gesagt in der ersten Folge, die nächsten Wochen, geil. Also sage ich jetzt einfach, die Wochen waren schön mit diesem Format, nicht mit diesem Format, mit diesem Projekt. Ja. Das Format ist ja nicht zu Ende. Mit diesem Projekt. Der Timo kriegt vielleicht auch ein Format jetzt hier auf meinem Kanal. Er hat gesagt, er spielt doch dieses Dokkan-Battle, ne? Ja, spiele ich auch. Ja, ich auch. Und er hat gesagt, es gibt wenig deutsche YouTuber, die das machen. Ja, habe ich gesagt, ja, dann komm her und mach. Also, mal gucken. Aber der hat mir das damals gezeigt, da waren wir im Irish, ich, Philipp und Patrick und der. Ich habe es am Anfang gezockt, irgendwann fand ich es nicht mehr so toll. Ich zock das jetzt gerade. Ich zock's eigentlich nur, wenn ich abends auf Netflix irgendwie einen Film oder Serie gucke, dann klicke ich so nebenbei das Zeug da an. Das ist okay. Mhm. Aber ich würde mich jetzt nicht hier hinsetzen, während ich gerade am PC zocke. Das hat am Anfang war ich dann noch süchtig, danach habe ich richtig gezockt und irgendwann wird es einfach abgestumpft. Ich bin jetzt Level 50, gell? Wo es halt jetzt mal richtig losgeht, sag ich mal. Und ich hab jetzt gar nicht mehr weitergespielt, weil. Du bist bei Level 50, ich bin erst bei Level 1. Ich hab bei Level 21 oder so aufgehört. Ja. Und da fängt es halt erst richtig an jetzt irgendwie. Egal, das ist was anderes. Mhm. Es war ein schönes Projekt. Es hat lang gedauert. Fand ich auch, ja. Weil wir ziemlich oft einfach dumme Pause gemacht haben. Ja, und weil auch vor allem viel gesagt. Da wurden viele Animes vorgestellt. Ja, es waren sehr viele. Das Anime war auch schön geguckt, dafür bedanke ich mich. Wird wirklich gut geguckt, das Format und das Ding. War eine schöne Zeit mit diesem Projekt auf jeden Fall. Hat mich immer amüsiert zu sehen, wenn ich so sehe, deine anderen Sachen haben irgendwie so 5, 6 Klicks. Und dann kam meins mit 40, 50 Klicks. Ja, ja. Da dachte ich mir auch immer, ja, das ist schön gemacht. Und dann auch immer diese, eure Antworten und eure Vielzahl Kommentare, die ihr darauf gebracht habt. Ja, es wurde eigentlich immer kommentiert. Immer. Der John S., wo ist der hin? Der hat schon lange nicht mehr kommentiert. Nein. Oder so. Ich hoffe, dem geht's gut. John S., du kannst mal wieder kommentieren, wie es dir geht. Ja, dann The Barkeeper. Unser neuer Kumpel. Genau. Und der Rasputin. Der Rasputin genau, ist ja Rasputin. Ja. Danke für deine Kommentare und danke für deine Verbesserungsvorschläge. Ja. Nicht zu spoilern. Ich hoffe, ich habe das ein bisschen mehr in den letzten Sachen in den Tat umgesetzt. Ja. Aber bei Attack on Titan sind wir einfach abgeschweift. Ja, Attack on Titan war, ich weiß, es war böse. Ja, das war böse. Ich habe schon einige Sachen böse gespoilert. Die meisten Spoiler hat der zum Glück noch mal rausgeschnitten, die wir hier irgendwann hatten. Wo einfach stumm war, weil wir geredet haben. Willst du schon anteasern, was als nächstes kommt? Weil ich weiß es ja nicht, was er machen will, aber vielleicht gibt es ja irgendwas, was er... Oder willst du schon sagen, was kommt? Ich meine, mir ist es egal, du kannst einfach das Maul halten. Ich sag mal Folgendes, es wird cool. Es wird wahrscheinlich nicht so ein langlebiges Projekt wie Flammenflügelmann präsentiert sein. Also es ist Flammenflügelmann präsentiert, aber nicht so wie das Alphabet. Es wird halt kein langlebiges Projekt sein. Und dann habe ich jetzt zum Abschluss vom Alphabet, was ich am Anfang auch angekündigt habe, nochmal einen kleinen Test für dich. Oh Gott, Alter. Ja? Jetzt fragt er irgendwas von Folge 2 oder so. Jetzt sag mir das Alphabet und aus jedem Buchstaben musst du mindestens einen Anime sagen, den ich genannt habe. Jo, Alter, das schaffe ich nicht mal bei A. Sag. Was? Bei A? Fang an, Alter. A. Ich weiß kein Anime mit A. Weiter? Was weiter? Auch wenn du kein Anime mit A weißt, dann einfach weiter zu B. B, Belzebub. C, Kashan, was hast du nicht gehabt? Okay, D hast du Digimon gehabt, das weiß ich. Hast du Digimon gehabt? Welchen weiß ich zwar, aber Digimon. Elfenlied? Hast du Elfenlied gehabt? Yep. Okay. Was kommt jetzt? G? E? Nee, F. 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 Ja. F. Hast du F, 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 F. Fairy Tail. So lange hätte gebraucht, bei mir auf Fairy Tail zu kommen, ja. G, G. Was gibt's bei G? Was gibt's bei G? Gib mir einen Tipp. Du weißt es ja selber nicht mehr. Doch. Ganz? Ganz? Ah, ganz. Und bei C hast du dann, hatte ich noch Claymore und bei C Claymore. Hatte ich auch, oh warte, gerade lag es mir auf der Zunge bei C. Claymore, stimmt. Wo waren wir? Bei H, gell? Ja, Code Geass hast du auch bei C vergessen. Ach, Code Geass. H hast du Hunter Hunter gehabt, gehe ich mal stark davon aus. Ja. I hattest du Inuyasha? Ja. J, was gibt's bei J? J.
Gib mir einen Tipp. Jeanne d'Arc. Achso, Jeanne d'Arc, okay. Nein, Jeanne die Kamikaze, die bin. Ja. Jeanne d'Arc war der Tipp. Ist doch selber. Ich sehe nicht so in Deutsch, auf Deutsch. Nein, nein, das ist Jeanne die Kamikaze, die bin. Okay. K. Hattest du K kaufen? Ich habe keine Ahnung, was bei K. K. Was gibt bei K? Komono Ichi no San. Ich weiß nicht. Sag, was hast du bei K? Sag ich dir später. was kommt jetzt? L. Ich muss echt überlegen. Weil mir keine Animes einfallen mit dem Namen. L, gebe ich einen Tipp: Love. Love. Okay, dann gibt es entweder Love Ru oder Love Hina. Love Hina, ja. Love Hina. M. Du hast nicht Monster gehabt, oder? Monster Hunter hast du auch nicht gehabt. Geh ich mal davon aus. Was gibt's noch? Magic Kid? Nee, Kaito Kid heißt es ja nicht. Das heißt Magic Kaito. Ja. Magic Kaito, gell? Das hast du aber auch nicht gehabt. Doch. Hast du gehabt? Echt? Ja. Oh, ist aber gut. N. Naruto. One Piece. Was kommt jetzt? P. E. Pokémon hast du nicht gehabt. Doch. Du hast Pokémon gehabt. Echt? Ja. Was ist jetzt? Kuh. Hatte ich ja nur eins. Da hattest du eins? Ja. Das weiß ich nicht. Queen's Blade. Ach so, Queen's Blade. Oh Gott. R. Was ist bei R? Du musst eigentlich auch sofort wissen. Ronin Kenshin? Nein. Doch? Nein. Hast du nicht gehabt, oder? Das hast du nicht gehabt. Hatte ich da nicht. Ich hatte zwar auch schon mal ein Flammenflügel, das war mein erstes Flammenflügelmann überhaupt. Ja, stimmt. Da stimmt. War Ronin Kenshin, aber das war nicht bei R. Dann weiß ich es aber trotzdem nicht. Ranma einhalb. Achso, Ranma. S. Sailor Moon. Nein. Nein, hast du nicht gehabt. S. Was gibt's noch? Mir fallen die ganzen Animes nicht ein. Gib mir einen Tipp. Bei S. Ja. School Rumble. School Days. Das ist kein Tipp. Du hast mir einfach schon gesagt, was es ist. T. Toriko hast du nicht gehabt. Doch. Hast du gehabt? Okay. Nein, bei T habe ich kein Toriko gehabt. Ja, was jetzt? Nein, bei T habe ich kein Toriko gehabt. Weil ich den Anime nicht gesehen habe. Bei S zum Beispiel auch Shingeki no Kyojin. Ah, Shingeki no Kyojin. Ja, toll! Da hätte ich jetzt Attack on Titan gesagt, deswegen. Also den japanischen Namen hätte ich gar nicht gedacht. Wo waren wir jetzt? Wo waren wir? Bei T. Tokyo Ghoul? Ja? Ja. Okay. Das musst du wissen! Das haben wir heute aufgenommen! Uzumaki, nein. Nein. Was hattest du bei U? Ich weiß es schon nicht mehr. Das war gerade eben vor einer Minute, bevor du es aufgemacht hast, war es noch offen sogar. Ja? Ja! Ah, okay. Welches von beiden? Usagi Drop. Ja. V. Jetzt wird's schwierig. Das war, also bei X hatten wir nichts, gell? Bei V hatten wir, glaube ich, eins. Bei V. Oh Gott, was war das? Ich hätte was bei V gehabt, einen Manga. Vinland Saga. Das Programm, die App nervt. Was ist das? Vinland Saga hätte ich gehabt bei V. Aber ich weiß nicht mehr, was du hattest, weil das eins war. Was hattest du bei V? Du weißt auch nicht mehr. Den habe ich schon so lange nicht mehr gesehen. Okay, dann scheißen wir auf V. X. Hatten wir nix. Ja. Z. J. Ja, J. Y. Was hatten wir bei Y? Ach, da hattest du diesen langen Namen. Wie hieß das nochmal? Ich weiß nicht, wie es hieß, aber dieser lange Name da. Ich weiß nicht, wie es heißt. Yahiro, sag mal Yahiro. Yahiro. Ja, und Z, Sangyo no Terror. Hat er gerade offen gehabt. Er ist gerade so mit ein bisschen Mogeln. Er hat nicht bestanden, sagen wir so. Er hat 60% geschafft. Ja, das heißt doch. 50 Punkte sind doch bestanden. Er hat bestanden, aber gerade so mit 60%. Das reicht. Wo ist meine Urkunde? Du hast gelesen. Hast du hier irgendwas, wo ich kurz was draufschreiben kann? Nein. Leider nicht. Nee. Hast du einen Stift? Da, schreib da drauf, ist okay. Hast du einen Stift? Ja. Da. Warte, ich tue das weg, dann kannst du besser schreiben. Ich krieg eine Urkunde.
Ich trinke noch schnell hier. Hätte ich das gewusst, hätten wir was Richtiges machen können. Eine Urkunde. Und wie geht's euch da draußen, Leute? Chat. Ja, okay, ist ja kein Chat. Soll ich das rausschneiden? Das ist mir egal, ich lass einfach laufen. Ja. Was, ja? Lass einfach laufen. Ja. Yeah. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es gefunden habt, dass ich 60 Punkte erreicht habe. Von 61 möglichen. Hier, da die Urkunde. Darauf steht, Barkalone hat 60% des Alphabets gemeistert. Yeah. Ach, das soll ich nicht zeigen, da ist noch der Code drauf. Alphabet zu 60% gemeistert. Wunderbar. Zu 60% gemeistert. Von 61% möglichen, gell? Von 100%, also der hat es immerhin bestanden. Jawohl. Er hat seine 4 gekriegt, aber er ist gerade noch so durchgerutscht. Das ist okay. Hauptsache bestehen, der Rest ist mir scheißegal. Genau. Also, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Format, genauso wie wir, mit dem Alphabet, genauso wie wir. Ich hoffe, es hat euch was gebracht und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Ciao, ihr kleinen Nuttenbengel, wir sehen uns im neuen Format. Ich gehe jetzt erstmal Tekken 7 zocken, VR. Ciao. Ciao.